Im Rahmen der 59. Nordbau, Nordeuropas größter Baumesse, fand am 9. September eine Besichtigung der technischen Anlagen des Hamburger Elbtunnels statt. Die Teilnehmer wurden über die Lüftungsanlagen sowie die Überwachung durch Polizei und Feuerwehr informiert und erhielten zudem einen Einblick in die Sicherheitstechnik. Fach- und sachgerecht verantwortlich in Gang zu halten, brauchen Sie Ingenieure, Techniker und... Hans-Jochen Hinz, Direktor des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer, sowie der Staatsrat Andreas Rieckhoff der Freien und Hansestadt Hamburg gaben außerdem aufschlussreiche Hintergrundinformationen zu den geplanten Großbauprojekten rund um den Elbtunnel.